Die Bank hat ja gesagt. Das heißt, wir sind auf der Zielgeraden zum Eigentumsübergang unseres Projekthauses unter dem Codenamen Charlie Harper. Alle Details dazu in diesem Video. Let's get into it! Hi, ich bin Lukas. Ich bin hier in Philadelphia und Umgebung als Immobilieninvestor und Landlord, Vermieter unterwegs. Und auf dem Kanal beschreibe ich euch, an welchen Häusern wir gerade arbeiten, was wir da tun und wie das ganze Investoren- und Vermieter-Dasein hier in den USA funktioniert. Also wenn ihr da immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und folgt mir bei Twitter, Facebook, Instagram. Danke, dann steigen wir ein in das Haus Charlie Harper. Charlie Harper, nochmal kurz zusammengefasst, ist der Codename für ein Haus, an dem wir gerade dran sind. Das Haus ist in den letzten Zügen des Closings, das heißt, wir sind auf der Zielgeraden zum Eigentumsübergang mit diesem Haus. Was bisher geschehen ist, schauen wir uns jetzt hier auf der Timeline nochmal an. Wir haben am 7.11. mit der Besichtigung dieses Hauses diesen gesamten Prozess begonnen. Wie ihr hier seht, am 8.11. Angebot abgegeben und das wurde auch schon angenommen. Die Anzahlung ist erfolgt, wir haben eine kleine Anzahlung gemacht, die Inspektion wurde durchgeführt mit einem Gutachter. Nach dem Gutachten wurde dieses Angebot korrigiert, nach unten korrigiert, weil, wie gesagt, da war eine alte Verkabelung im Haus. Das nennt sich Knob and Tube. Dazu habe ich nochmal ein separates Video gemacht. Am besten schaut ihr euch die gesamte Charlie Harper Playlist dazu an. Der 17.11. ist ein wichtiger Termin, weil an dem Tag wurde der Deal aufgelöst und es ging aber dann am 19.11. weiter, nachdem sich der Verkäufer sozusagen besonnen hat und wiederkam. Weiter ging es mit der zweiten Anzahlung, einem zweiten Scheck, was im Kaufvertrag so vereinbart war. Die nächsten beiden Punkte sind eigentlich nur noch die Zusage der Bank gewesen und der Settlement Day. Die Zusage der Bank, die kam jetzt, dieser Brief ist da, das Mortgage Commitment hat die Bank getätigt, beziehungsweise die Aussage hat sie getroffen, dass sie das finanzieren. Antrag ist durch, alles drum und dran, alle Prüfungen der Bank sind abgeschlossen. Das heißt, der letzte Schritt ist nur noch der Settlement Day. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Bankzusage hier in den USA bedeutet, beziehungsweise welche Modalitäten wir hier in den USA bekommen. Wie schaut so eine Bankzusage aus? Vom Prinzip her ist es nichts weiter als ein 6-7 Seiten PDF-Dokument. Das wurde von der Bank erstellt, elektronisch unterschrieben. Wir können es elektronisch unterschreiben und zurückschicken. Und dann ist der Prozess abgeschlossen. Der Inhalt von dem Dokument, der ist spannend. Und zwar beinhaltet der alle möglichen Sachen vom Downpayment, das heißt, wie viel Anzahlung machen wir. In dem Fall, da wir das als Firma kaufen, machen wir 25% Anzahlung. Der Kredit ist natürlich wie immer hier in den USA sofort ablösbar. Das heißt, man hat keine Vorfälligkeitsentschädigung oder sonst was. Wir haben eine Zinsrate. Die Zinsrate scheint für europäische Verhältnisse recht hoch, ist in den USA für Firmen aber verdammt niedrig. Und zwar liegt die in diesem Angebot der Bank bei 4,25%. Die Zinsbindung ist 10 Jahre. Das heißt, der Vertrag läuft auf 10 Jahre, aber gerechnete Amortisationszeit sind 25 Jahre. Welche Fees, also welche Beträge, rechnet die Bank noch für ihre Arbeit ab? Da gibt es eine sogenannte Origination Fee, das heißt, dass die Bank dieses Darlehen ausgibt. Und es gibt noch eine Closing Fee, also dass die Bank zum Closing kommt, dann kommt ein Mitarbeiter der Bank und unterschreibt vor Ort beim Closing Day alle Dokumente mit. Origination Fee sind 0,5% des Loan Amounts, also des Gesamtbetrages. Und die Closing Fee sind ein Fixbetrag von $500. Die Bank hat noch eine eigene Bewertung vom Haus gemacht, die hat sie uns aber in dem Fall nicht in Rechnung gestellt, weil wir öfter mit der Bank zusammenarbeiten und auf der persönlichen Ebene da eigentlich viel miteinander erreichen können. Bei der Bank handelt es sich um eine lokale Bank, eine sogenannte Credit Union, und ich glaube, die ist vergleichbar mit einer Sparkasse in Deutschland. Also keine der großen, weltumspannenden Banken hier, sondern eher eine kleine lokale. Und der Vorteil von solchen Banken ist, die verkaufen die Loans nicht. 2008 hat jeder noch Erinnerung, da wurden Loans gekauft, verkauft, gebundelt und wieder verkauft und wieder verkauft. Und das passiert nur, wenn die Banken die Kredite auch an Fannie Mae, Freddie Mac und wen auch immer verkaufen bzw. auf dem Markt weiterverkaufen. Und das passiert bei der lokalen Bank in diesem Rahmen nicht. Und das ist ein Vorteil für uns, weil wir sind bei der Bank. Das Haus steht bei der Bank direkt in den Büchern. Das heißt, jeder ist aufeinander angewiesen. Wenn ihr die Themen spannend findet und was daraus mitnehmen könnt, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und folgt mir bei Instagram und Twitter. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wie es mit Charlie Harper weitergeht. Wir sind auf der Zielgeraden und das Closing ist nah. Sobald das Closing durch ist, können wir uns dann die Renovierung machen und da nehme ich euch mit und halte euch immer auf dem Laufenden. Dankeschön und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.